Seit Herbst 2021 muss jeder Bundestagsabgeordnete, der mehr als 1.000 Euro monatlich oder mehr als 3.000 Euro jährlich durch Nebentätigkeiten verdient, diese offenlegen. Zudem müssen Gewinn- oder Kapitalanteile an Unternehmen über 5% bekannt gegeben werden. Laut FAZ betrugen im Jahr 2022 die Gesamtnebeneinkünfte des Bundestags fast 20 Millionen Euro. Eine enorme Summe, die umso mehr erstaune, wenn man berücksichtige, dass jeder Abgeordnete für seine Amtstätigkeit etwa 183.706 Euro im Jahr erhalte und damit Nebeneinkünfte nicht zwingend benötigte. Zu den Bestverdienern des Bundestags zählen demnach Nesehat Bahdari von der SPD mit einem Nebeneinkommen in Höhe von 485.016 Euro. Bahdari verdiente vor allem dank ihrer Nebentätigkeit als Fachärztin in einer Kinder- und Jugendpraxis mehrere hunderttausend Euro. Sarah Wagenknechts Nebeneinkommen in Höhe von 793.000 Euro stammte zum Großteil aus Tantiemen für ihr 2021 im Campus Verlag erschienenes Buch »Die Selbstgerechten«. Drei Abgeordnete kamen jeweils auf mehr als 1 Million Euro. Thomas Heilmann von der CDU mit 1,2 Millionen Euro, Alexander Engelhardt von der CSU mit 1,7 Millionen Euro sowie Sebastian Brehm von der CSU mit 2,7 Millionen Euro.